So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Es ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich aufgenommen habe. Und Tatsache ist, ich bin ein wenig krank, deswegen ist mein Hals ein wenig rau. Aber ich weiß, dass wir in der letzten Folge diese Basis eingenommen haben, beziehungsweise zu 100% komplettiert haben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dort liegt unsere nächste Aufgabe. Dort oben. Das heißt, wir müssen ins Auto steigen, nach oben, nach links, über den Fluss und dann hier entlang. Was wir alles noch unterwegs finden werden. Kein Secret. Das werden wir noch sehen. So, dann wollen wir mal ganz easy uns drehen. Fisherman's Horizon spielt währenddessen. Sicher eigentlich? Ja, ich muss hier bereits nach links. Alles klar. Und es ist 3 Uhr morgens, das heißt, die Sonne müsste jetzt nach und nach wieder auftauchen. Was es einfacher für uns macht, uns hier umzusehen. Und da sehen wir auch schon den Horizont erglühen. Und The Witcher 3 wird nicht mehr fortgesetzt auf dem anderen Kanal. Ich hatte eigentlich vor, das noch zu Ende zu machen, egal wie lange es dauert, und hatte eigentlich auch das Okay von den anderen Mitgründern des Kanals. Ich war nicht der Hauptgründer, aber ich war zumindest ein Mitgründer. Und hätte eigentlich Mitspracherecht gehabt. Allerdings hat Black Quantum einfach so das Passwort geändert und ich komme da jetzt nicht mehr rein. Ja, das hat er gemacht. Einfach so. Weil sich gedacht hat, nö, kein. The fuck? Nö, kein Bock. Dass das fortgesetzt wird, ohne mir auch nur irgendwas zu sagen. Einfach hinterrücks. Naja. Ohne auch nur irgendeine. Fuck this, man. Der Zeitauftrag wurde abgebrochen. Ja. Okay, das war ein Zeitauftrag. Stufe 54. Fuck my life. No. No, 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 no. Auf jeden Fall. Als ich dich dann versucht habe zu kontaktieren, hat er nicht geantwortet. Und naja, das Ganze ist mittlerweile 2, 3 Tage her und immer noch ungeklärt. Und ja, ich weiß ja nicht, aber irgendwie. Finde ich halt nicht so koscher. Auf jeden Fall. Sämtliche Singleplayer-Projekte und Videos generell werden halt nur noch auf diesem Kanal hier fortführen und nicht mehr dort. Wobei ich tatsächlich halt echt noch Witcher 3 zu Ende bzw. die Uncharted Trilogie zu Ende machen wollte auf der PlayStation 4, aber nö. Sag mal einfach, was ihr davon haltet, von dieser Art von Vorgehen. Ich meine, er hätte. Sag ich jetzt nicht da. Okay, fuck it. Dann er hätte auch einfach sich mit mir in Verbindung setzen können. Einfach mal anschreiben oder mal auf TS rollen und darüber einfach reden, anstatt einfach so. Ich war doch am. What the fuck? Dass mich ja kurz heilen ist. Oder Gladio? Okay.
Oh, Prompto ist nicht gut zu sprechen. Oh Gott, wehe. Das trifft jetzt nicht die anderen auf. Doch, es trifft sie. Oh, wir sehen hier auch schon, das ist recht bergig hier. Na gut, passt auch irgendwie. Da ist die Grenze. Nach hier weiß ich nicht, ob es da tatsächlich eine Grenze gibt. Und das ist ziemlich sicher die Grenze. Wir werden uns dann auf dem Rückweg ein wenig, naja, dort umsehen können eventuell. Beziehungsweise müssen wir gar nicht. So, ich werde erstmal hier ein bisschen parken. Können wir eigentlich auch jetzt kurz machen. Auf jeden Fall fände ich cool zu wissen, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde das, auch wenn ich das nicht gesagt habe, weil ich, naja, einfach zu nett bin. Eine richtig arschige Taktik. Also richtig mies. Schon zu den Punkten, dass ich mir denke, what the fuck, man? Warum? Aber naja. Man kann Leute nicht ändern und ihre Methoden. Nun, beiseite davon, ich werde möglicherweise auch sämtliche Videos, die ich dort gepostet habe, löschen und mich komplett von dem Kanal distanzieren, weil mit solchen Methoden, nein danke, da habe ich null Interesse dabei zu bleiben. Echt null. Ach, goddammit, komm schon. Lass mich da hoch. Okay. Eins würde ich dann gerne noch wissen, nämlich. Das glaubst aber auch nur du. Und zwar, ob es uns möglich ist, mit dem Chocobo über diese Wand zu springen? Nein, natürlich nicht. Ganz ehrlich, Entwickler, wenn ihr wollt, dass man diese Wand nicht überspringen kann, dann designt das Spiel so, dass man diese Wand nicht überspringen kann. Ja. Macht ihr höher, größer, macht vielleicht einen Zaun dahin. Irgendein ziemlich offensichtliches Zeichen, dass hier kein Weiterkommen möglich ist. Was ist mit den Skorpionen? Wieso kann ich diesen Angriff nicht mehr ausführen? Ah. Alles klar. Dann werde ich mich jetzt halt erstmal, ich werde Witcher 3 einfach
zu Ende so spielen, wie es mir gefällt, aber dann werde ich mich jetzt aufnahmetechnisch erstmal halt einfach auf Final Fantasy 15 und diverses anderes, was einfach nicht in die Gänge kommen will, konzentrieren. Tatsächlich, ich habe noch andere Sachen am Laufen, die einfach eher stillstehen als laufen, wenn ich ganz ehrlich sein will. Aber hey, who cares? Huh? Who cares? Ja, das geht. I care, natürlich. Nope. Und hier hinten ist wahrscheinlich auch kein Weiterkommen. Nein. Schade eigentlich. Und nein, The Legend of Zelda ist nicht eins von meinen Projekten. Ich wünschte, es wäre so, aber bedauerlicherweise bin ich kein Wii U oder Nintendo Switch-Besitzer. Was definitiv cool wäre. Aber nope. Gut, das jetzt erstmal so viele Worte zu dem Kooperationskanal, der jetzt bedauerlicherweise kein Kooperationskanal mehr ist. Was man auch schwierig Kooperationskanal nennen kann, wenn eine Person eigenmächtig Entscheidungen trifft, ohne sämtliche Mitglieder einzuweihen. Und ich rente immer noch darüber her. Naja, who cares? Schade. Nun gut, hier ist aber was. Nicht aufsitzen. Aufheben! Und jetzt aufsitzen. Sorry. Ich wollte euch nicht trumpen oder so. Nicht wirklich zumindest. Oh, interesting. So, hier haben wir den undurchdringlichen Wald und die Mauer. Die da aufhört, wo der Wald beginnt. Ja, das ist mir gerade eigentlich ziemlich egal, weißt du? Ob da Feinde sind, wann da Feinde sind, wo da Feinde sind und auch wie da Feinde sind. Denn ich werde verschwinden. Ich gehe jetzt einfach zurück zum Auto. Mehr oder weniger zumindest. Da diese Landschaft hier ziemlich interessant ist, finde ich. Zum Beispiel scheint es hier Geysire zu geben. Oh, der Chocobo will da nicht rein. Was Sinn macht bei heißem Wasser. Wie sieht's mit uns aus? Können wir da rein? Ja, können wir. Oh, diese Temperatur ist wundervoll. Schön heiß. Tja. Übrigens, wisst ihr übrigens, warum Geysire so warm sind? Wegen unterirdischen Magmakammern bzw. vulkanischen Aktivitäten unterhalb der Kontinentalplatte, welche dort, wo sich der Geysir befindet, bzw. die heiße Quelle, gering ist, also nicht so dick. Und dann steigt halt heiße Hitze von Magma. Dort auf. Und ja.
Und dann... Tja, dann wird es halt warm, das Wasser. Ich will das jetzt aber nicht, confirm, es ist nicht ganz so genau, wie ich das gesagt habe. Ich habe jetzt nicht wirklich Evidence, um das zu backup, aber es ist mehr oder weniger grob richtig. Okay, Neo, komm. Wir gehen. Wir setzen auf und gehen, beziehungsweise sprinten, unseren Weg zurück zum Auto. Hier ist auch eine Mauer. Naja, zu schade, aber auch. Und es wundert mich allerdings auch, warum hier nichts wächst. Immerhin ist Vulkanerde mitunter eine der fruchtbarsten Erden der Welt. Das klingt irgendwie falsch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Das heißt, da sollte eigentlich was wachsen. Andererseits, wenn darunter ein nicht erloschener Vulkan liegt, ist es wahrscheinlich zu heiß, damit da ordentlich was wachsen kann. Zu wenig Wasser im Boden. Es sind zwar tonnenweise Nährstoffe drin, aber da fehlt dann halt das Wasser. Beziehungsweise das Wasser hat eine Temperatur, die den Pflanzen nicht so gut kommt. Zumindest den meisten Pflanzen. Man sieht man hier grüne Moose und Grasbüschel. War der Typ schon immer da? Habe ich den gerade einfach übersehen? Gut, das ist natürlich möglich, dass ich ihn einfach übersehen habe. Was jetzt nicht so wild ist. Komm, Digga, ich geb dir, was du brauchst. Mein Auto, meine Liebe. Dem Fahrer ein Panzer bringen. Aber ganz ehrlich, so wie das Auto aussieht, wirst du mehr als nur ein Pannenset brauchen. viel Glück. Viel Glück. Wenigstens sind die Reifen nicht platt oder der Motor komplett eingedrückt. Gucken wir uns noch ein wenig die Landschaft an. Auch finde ich, dort außerhalb der Nähe des Vulkans sieht man, dass außerhalb der Begrenzung die Berge durchaus grün bewusst bzw. begrast sind. Wenn man dann aber näher zum Vulkan hinguckt, nichts als graues, totes Land. Fragt man sich stellenweise, wieso das so ist. Und wieso die Musik plötzlich einen drastisch anderen Ton annimmt. Und ich muss hier mal kurz wieder... Okay, da ist ein Zaun. Ach nee, das war das Radio, das war nicht die Musik. Oh, da hinten ist eine weitere Quelle. Richtig rein. Ah, brodelndes, heißes Wasser mit. What the? Komm! Eine dicke Kombo. Sollte das Ding eigentlich... Okay, jetzt ist es tot. Und weg mit dir. Das so verhindert, dass ich mein Item aufheben kann. Unaussprechlich. So, wo waren wir genau? Hier. Nun denn. Schluss mit dem Baden. Aha, interesting.
Gut, da oben haben wir ein paar weitere Skorpione. Die sind jetzt aber eher gesagt nicht von Bedeutung. Wir haben hier auch Schwarzgestein. Das mir ziemlich nach Magmastein. Gestein, wie Magmagestein vorkommt zumindest. Und ich frage mich, was das da genau sein soll. Ein Vulkan sicher, aber was ist mit dieser Form? Nun, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, den erledige ich. Pech und Schwefel. Die Waffenhändler, die Skorpionsstacheln bringen und... Meine Güte, wie viele von den Typen kommen denn noch? So. Gut, damit auch das Zeug dann halt aus dem Weg geschafft. Gehen wir zurück zum Auto. Allerdings würde ich vorher tatsächlich noch gerne einen kleinen Look über die Area. Wir erarbeiten. Oh Gott, das ist zu steil. Bevor es anfängt zu regnen, weil Regen ist... Naja. Nicht so toll. Autsch. So, wir haben auch schon 14 Uhr am Nachmittag. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das tatsächlich so lange brauchen würde. Also, dass ich tatsächlich so lange dafür brauchen würde, hierher zu kommen. Wo wir aber gerade dabei sind... Ja, aber ich muss aussteigen, weil ich sonst meine Aufgabe nicht auswählen kann. Nein, da komme ich sowieso nicht hin. Da! Nun, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Wir werden nämlich jetzt gleich schon dort hinten zur Stadt kommen, die es da gibt. Und in dieser Stadt werden wir uns ausruhen können. Das heißt, Schafen, Chocobos nachkaufen. Klar, gerne. Gut, aber ich würde mal eher doch sagen, dass wir dabei doch noch eher darauf warten, dass ich das hier alles aufkläre. Da sind wir auch schon in der Stadt. Wir sollten vielleicht doch lieber warten, bis sich das hier alles aufklärt. Weil ein Foto bei schönem Wetter ist dann ja doch ein wenig hübscher, würde ich mal sagen, oder? Seid ihr da etwa anderer Meinung? Regen hat ja schon... Ich gebe zu, Regen hat was für sich, aber... Und das ist... Oh Gott, die Froschlady. Was will die hier an einem Vulkan? Außerdem ist es gerade dunkel. Wobei gerade das ja auch ein Selling Point sein könnte. Komm, machen wir es. Fotografieren. Oh ja. Das sieht gut aus.
Das sieht gut aus. Finde ich persönlich. Hi, torimasu! Oh, ii kanji! So, und ich bin mal auch ein klein bisschen gespannt, was es hier für Minerale gibt, die ist. Ja, zahlreiche Minerale. Rotsteinkristalle. Gut, gucken wir uns erstmal an, was die alte Froschlady zu sagen hat. Beziehungsweise, was es hier noch sonst noch so für Quests im Angebot gibt. Wir werden unser Auto nämlich jetzt, glaube ich, erstmal hier belassen. Für die Zeit unseres Aufenthalts zumindest. Können wir das gleich eigentlich auch tanken? Auch wenn, na gut, 50 Gil sind jetzt nicht die Welt. Gil. 10 Gil. Unglaublich günstig ist das Tanken hier, und zwar egal wie viel. Was ich cool finde. Könnte sich die echte Welt mal ein bisschen was von abschneiden. Deswegen gibt es ja auch bestimmt interessante Monsteraufträge. Aber eins nach dem anderen. So, Froschlady, was hast du diesmal für uns, ne? Rote Frösche im Vulkangebiet? Ja! Im Auftrag des Doktors Vivian. Da sollen wir hin. Doktor, schau dir das an. Was ist das? Achtung, kochendes Wasser. Vorsicht vor Fontänen aus dem Geysir. Gerne. Und? Finde ich leicht nett. Schön warm. Nicht wirklich kochend, um ehrlich zu sein. Aufgabe. Okay, das ist wesentlich näher dran, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem. Leute, ich kann hier hoch. Okay, gerne. Ich sehe es auch schon blinken, also. Ja. Nice. Nicht nur bekommen wir eine nette Aussicht. Zahn, Gebiet. Nach da hinten kann man hingehen. Auch überall hin. Silbermünze. Zahn, Gebiet. Da hinten ist ein Zaun. So, dann wird es jetzt aber Zeit, auch einen Abgang zu machen. Hä? Ich mache nichts, der geht automatisch. Okay, meinetwegen. Gut, bevor wir uns dann aber mal in die gute Stube begeben. Mi. Was zur Hölle ist ein Mi? Egal, der Essensstand ist hier draußen. Ein Dungeon, nice!
Das ist cool. Das haben wir noch nicht probiert, um ehrlich zu sein. Nachher gucken wir auf die Monsteraufträge. Keine Bedingungen, keine Bedingungen, tagsüber, keine Bedingungen, keine Bedingungen. Ja, dann nehmen wir erstmal diesen Fliegenauftrag an. Wir können hier über die Nacht Aufträge erledigen. Das würde ich dann sagen, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Also, bis dahin, Leute, haut rein, ihr seid die Besten und tschüss. Viel Spaß auch noch weiterhin bei Final Fantasy 15. Bye, bye.